Hallo, mein Name ist Michael Krogmann, alle nennen mich Krogi und mein Spiel des Jahres ist Asgard's Wrath im VR-Bereich. Eternal Glory awaits. Kein Spiel hat mich so sehr in den Bann gezogen wie dieses. Das ist das erste AAA-Game meiner Meinung nach, was es im VR-Segment gibt. Die Inszenierung ist mega, allein der Anfangskampf. Du kämpfst gegen ein Tentakelmonster, eigentlich eine Krake, und du bist eine Gottheit. Das ist quasi das VR God of War. Die Kämpfe sind gut, das Trefferfeedback ist fantastisch, die Immersion ist mega und ich glaube, viele Leute haben dieses Spiel noch nicht gespielt und deswegen möchte ich auch damit einen Tipp aussprechen. Wenn ihr VR habt, wenn ihr die Möglichkeit habt, VR zu spielen, spielt dieses Spiel. Das ist mein großes Anliegen. Mein zweites Spiel des Jahres ist kein VR-Spiel, das ist nämlich Star Wars Jedi Fallen Order. Ich habe viele Spiele gespielt, Sekiro, Control dieses Jahr, fand ich alle geil, aber Star Wars Jedi Fallen Order fand ich mega. Die Inszenierung war auch da richtig gut, die Texturen waren geil, grafisch war es geil und ich fand die Kämpfe sehr, sehr schön und außerdem mag ich dieses Star Wars Universum. Zwei Spiele, also Asgard's Wrath für den VR-Bereich und Star Wars Jedi Fallen Order. Frohe Weihnachten, gehabt euch wohl. Habe ich von Colin gelernt. Gehabt euch wohl? Ja.